Schade. Ich hab's noch gesehen, konnte aber nicht mehr so schnell reagieren. Ja, ich hab mir das schon gedacht. Zu einem so dieser Moment immer, oh, da fahre ich gegen. Genau. Ich lenke jetzt mal links, zack, und schon stehst du drin. Genau. Ich schaff das, ich schaff's nicht. So nach dem Motto, anstatt das sich zu überlegen, sollte man es direkt einfach tun. Genau, das stimmt. Ja. So. Gucken, wie lange es anhält, bis er wieder an mir vorbei ist. Ich höre ihn schon. Bike damaged. Jetzt solltest du in den Pit, der kommt jetzt auch gleich. Echt? Ja, auf der rechten Seite gleich. Ne, das war da hinten, oder? Der ist doch nachstarten. Da musst du doch hier sein. Der ist doch hier. Ach da. Ja. Ach, wir fahren ja eine andere Strecke. Ja. Der war bei der anderen Strecke, ja. Das stimmt, ja. Dann versuchen möglichst jetzt nicht mehr zu crashen. Guck mal, das aufs Feld. Ja. Das Schöne ist, das bringt dir auch nichts, weil du gleich in die Box musst. Das bringt mir jetzt leider nichts mehr, weil ich in die Box gleich fahren genau. muss. Ja. Eher auf Safety fahren jetzt. Ja. Also jetzt, wo ich auf Safety fahre, gewinne ich Plätze. Und verliere sie. Rechts, rechts, rechts rüber. Ja, mache ich schon die ganze Zeit. Ich wollte nicht so viel Gas geben, dass er erstmal einlenkt. So, Achtung, nächste Kurve. Habe ich. Habe ich. Da hätte ich keinen Cent mehr drauf gewettet eben. Habe ich. So, Achtung. Ja, ich fahre jetzt extra langsamer. Nee, noch nicht. Du musst noch mal einmal um die Schikane rum, glaube ich. Ja, siehst du, das ist jetzt nämlich die Nummer. Wo ist denn dieser Pit? Warte. Oh. Gut, wir wollen ja auch mal zeigen, wie man die Box fährt. Ich sag, sie ist auf der anderen Seite. Achso, du bist grün, oder? Ja, du bist grün, ja grün. Ja, klar. Nee, dann ist es auf der anderen Seite. Ich war eben bei dem roten, weil der ist schon dran vorbeigefahren. Ja. Genau. Einmal jetzt die 180-Grad-Kurve sozusagen. Und jetzt kommt er auf der rechten Seite da vorne. Hoffentlich. Ja. Ich mache jetzt extra mal langsam, dass man auch mal sieht. Also ich mache noch langsamer als ich die ganze Zeit. Normal kommt er jetzt doch rechts an der Seite. Da ist er. Da. Ah, da ja. Ja, stopp, stopp, C. Genau. Schlick kannst du eigentlich lassen. Schlick, ja. So, Start. Slick Johnson. Zack, und wieder mit A. Los geht's. Ja, wie gesagt, dieses Hochziehen des Vorderrads, das finde ich ziemlich nervig. Ja, das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass das realistisch ist für so ein Superbike-Dings. Ich habe noch nicht gesehen, aber dass sie bei jedem Anfahren, wenn sie das so mal ab und zu nach so einem Zufallsprinzip eingebaut hätten. Ja, dann aber bei jedem Anfang könnte ich mir das auch nicht vorstellen. Und es nervt eigentlich ziemlich, weil du siehst kurzzeitig ja gar nichts mehr von der Strecke. Und gerade wenn du in der Kurve stehst und eigentlich direkt rüberziehen musst, weil da kommt vorne halt wieder so eine dämliche Stange oder ein Baum oder was weiß ich was, dann ist das halt extrem nervig. Ja. Das ist richtig. Ja, Kevin, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich wollte die Box einfach mal zeigen, deswegen. Ich weiß. Nur deswegen bin ich so gefahren. Das wäre ja kaputt gegangen, also von daher. Ja. Ja. Alles gut. Runde 3? Ich glaube, das können wir beenden, oder? Also das Elend müssen wir nicht bis zum Schluss eigentlich machen. Meinst du? Ja. Meinst du, deine Demütigung sollten wir beenden jetzt? Warte mal, wir können das vielleicht auch mal anders beenden. Du kannst einfach statt. Ah, jetzt, wenn ich die Dinger treffen will, treffe ich sie nicht. Ja. Okay. Start? Ja, das habe ich auch gehofft. Bitte schön. Okay. Was? The Fast Freddy ist schon wieder der erste. Der Rocketron war das, wo der vorletzte. Okay. Okay, wir sagen abandon. Und schauen uns jetzt mal den Zweispieler-Modus an. Genau. Du sagst es. Prost. Prost. Bleiben in der Amateurliga. Sagen jetzt mal zwei Spieler. Championship. Genau. First Driver. Völlig egal. Das darfst du mich eintragen als Second Driver. Und mein Startknopf ist jetzt auch mal hier oben. Ich das 6-Button-Pad habe und du das 3-Button-Pad. Ich suche die ganze Zeit hier nach dem Startknopf. Select Circuits. Dann nehmen wir uns jetzt irgendeinen anderen. Ja.
wir denn mal? Such dir irgendwann aus, ist mir egal. Du musst mit dem Österreich rechnen, wo du gerade drauf bist. Du musst wahrscheinlich die anderen. Die müssen abwählen, ja, genau. Genau. Wir starten dann jetzt quasi mit denen. Ja. Das machen wir. Österreich. Ja, genau. Menü. Und Race. Genau. Light showers have hit the circuit, so the surface is wet. However, there has been a break in the clouds, so we expect the track to dry during the race. Ja. Ist ganz, ganz nett gemacht, finde ich, so eine Ansage. Gemacht, ja. Im Prinzip ist es das gleiche. Wieder bewirkt. Genau. Da haben wir es wieder. So, ich bin oben. Ist richtig. Stand da vorher mit also wir kommen jetzt natürlich wieder aus dem Turbo-Modus. Ich glaube, das Problem hatten wir bei F1 schon auch. Und es wirkt auf uns jetzt ziemlich langsam. Deswegen ist das die Frage, ob das Spiel jetzt durch den Zwei-Spieler-Modus langsamer ist. Ich glaube, wir fahren gerade in der Schweiz, oder? Es ist also der Vergleich. Oh. Ja, das ist halt richtig langsam jetzt quasi. Auch die Lenkung, gut, wie gesagt, das kann jetzt an der Straße liegen. Ich finde es halt krass, dass sie auch hier wieder, das hatten wir glaube ich ja bei F1 auch schon mal gesagt, bei einem Zweispielerspiel hier im Prinzip diesen Triple Screen haben. Mhm. Triple Screen. Und der obere genauso groß gemacht wurde wie die, ja, wie die eigentlichen Fahrscreens unten. Ne? Das stimmt, ja. Also da hätte ich mir tatsächlich eher gewünscht, dass das man die. Ja, ich weiß. Dass man so ein bisschen mehr Ausschnitt noch gesehen hätte hier von dem Bild. Ja, das stimmt, da hast du recht, ja. Wobei es reicht eigentlich. Also es ja, so also ein Tick größer hätte es noch machen können. Das ist manchmal so ein bisschen zusammengestaucht schon. Aber der Unterschied ist ja schon Wahnsinn jetzt. Ja, du musst halt auch vorstellen, jetzt hier Polygonberechnung auf zwei Bildschirmen unterschiedlich. Das ist halt saulangsam da, ne? Schon. Böse Zungen behaupten, es kommt mir entgegen, aber. Mir kommt es gerade sehr entgegen, ja. Das kommt mir entgegen, ja genau, die Stange. Was kommt dir denn da entgegen? Die Stange. Mal. Guck mal, hier stehen sogar jetzt noch, zusätzlich zu den dämlichen Stangen, stehen hier auch noch Laternen. Laternen. Ja. Ich fühle mich wie in Zeitlupe. Ja, dafür, dass wir 170 fahren. Ja. Aber du merkst aber auch schon, dass es im Moment ein bisschen mit dem, also du schlitterst so ein bisschen, finde ich. Ja, ja. Man merkt es deutlich, dass die Straße hier wirklich ein bisschen rutschig ist, wie es schon vorne angekündigt war. Ja. Bist du gleich wieder mal vorbei? Ne? Ne. Boah, hast du gesehen eben? Oder merkst du es? Ja, ja. Wenn du dann wirklich in die Kurve reingehst, bist du böse am Schlitter. Man ist ja auch gut so. Es ist ja auch, soll ja ein bisschen echt sein, das Ganze. Ja. Aber da musst du dich halt auch ein bisschen dran gewöhnen, dann, wenn das Wetter so bescheiden ist. Ja, ich würde sagen, 15. und 16. Das läuft, oder? Ja, find schon, loco. Ja. Wetter bleibt unverändert hier. So, mal gucken, ob das noch langsamer wird, weil es müssen noch 14 andere Gegner mitberechnet werden. Ja. Also viel langsamer ist es nicht geworden, aber auch aber das nicht ist schneller. Also, das hat schon nicht mehr viel von dem Rennspiel, muss ich sagen. Nee. Das ist schon ultra langsam, muss ich sagen. Da bin ich wieder am Sliden. Ich meine mich aber auch gerade zu erinnern, dass ich das auch in einem Testbericht zu dem Spiel mal gelesen hatte irgendwann, ja. Dass da auch sehr stark der Zwei-Spieler-Modus
bemängelt wurde, bis sogar, ich glaube sogar bis unbrauchbar betitelt wurde. Ja, es ist schon. Ja, so der richtige Spielspaß kommt da nicht auf, muss ich gestehen. Ja, du hast nicht diese Geschwindigkeit, fühlst du halt einfach nicht. Ja. Und das finde ich auch ein bisschen schade, wenn wir so Rennspielen. Was ist denn los hier? Wer reiht mir denn den ganzen Zeit? Was will das etwa? Könnte sein. Ich habe gerade keine Zeit zu gucken, wie vielter ich bin und wie vielter du bist. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin Erster. Oder Zweiter. Ne, das heißt 1 hoch, 2 runter, was du da siehst. Ja, und das heißt? Weiß ich nicht. Bei mir steht doch First. Und bei dir steht Seventh. Doch, tatsächlich, jetzt sehe ich es auch. Hey, wie hast du das denn wieder gemacht? Ja! Das ich eier die ganze Zeit hinter denen her und die. Nee, ich muss sagen, es geht ein kleines bisschen besser hier, aber jetzt guck mal, ich bin ja auch Sechster. Ja, ich bin auch nicht mehr Elfter. Ach, guck mal, ja, einer muss ja Letzter sein, ne? Ich habe wieder so eine schöne Stange kommen eine sehen. Fantastische Stange. Eine fantastische Stange, ja. Ja, guck mal, ich bin auch Sechster dazwischen. Wobei die sind. Boah! Super. Rechts und links zwei an mir vorbei. Fies, gell? Ja, guck mal, inzwischen bin ich auch nur noch Zehnter. Ohne dass ich jetzt so schlecht gefahren wäre. Auch ohne, dass du irgendwo an der Stange hängen geblieben wärst, gell? Das Wetter klart auf. Mein Problem ist, ich bin manchmal zu eng in der Kurve. Mhm. Bin dann in der Randstein, das bremst natürlich auch aus. Ja, klar. Ah ja. Oh, endlich schönes Wetter. Ach, wie schön. Merkt auch, es steuert sich ein bisschen angenehmer. Ja, das auf jeden Fall. Das, dieses Wetter merkst du schon, aber wie gesagt, finde ich ja gut. Ja, auf jeden Fall. Dass du einen Unterschied merkst. Es ist richtig hell geworden gerade. Ja. Aber die Funktion gefällt mir richtig gut hier mit dem Wetter, muss ich sagen. Das gefällt mir auch gut, ja. Ich bin 15, da bin ich aber gar nicht so weit weg von dir. Aber sie gefühlt schon eine Stunde keinen vor mir. Das heißt aber schon wieder, dass die alle auf einem Fleck hocken. Da vorne ist der Erste. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir schon gefahren sind. Das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Müsste die Dritte gerade sein. Zwei. Oben rechts in der Ecke steht Total L02. Ja. Ist gemein. Da kriegen sie mich auch irgendwie jedes Mal. Schon wieder Vierter. Ja, ich weiß, was ich da meinst gerade. Doch wenn du auch da bist gerade und bist 15, dann sind die ja wirklich alle aufeinander. Also, auch wenn du auf die Karte guckst, ich bin nicht so weit hinter dir. Ja. Ja, das heißt, ein Fehler ist hier wirklich Todesurteil fast, ne? Weil dann sind sie alle an dir vorbeigezogen. So, ich habe endlich mal wieder einen vor mir. Na komm. Ich komme gefühlt überhaupt nicht näher an den dran.
Komm schon! Du bist Zweiter, sehr heftig. Ja, und der hockt hier direkt vor mir, der Erste. Ich seh's gerade. Jetzt bin ich in ihn reingefahren. Das war nicht so klug. Ja, aber gefällt mir auch, wie gesagt, sehr gut, dass hier sich die Lenkung jetzt auch nochmal damit verändert, dass sich das Wetter verändert hat. Auf jeden Fall. Auf diesem nassen Untergrund, das war wirklich katastrophal. Das war so richtig schmierig, hast du gemerkt. Ja, vor allem, wenn du mal kurz nach links getippt hast, dann hat er sich, hier kannst du jetzt gerade wunderbar in langen Kurven, kannst du einfach mal tippen, dann bleibt er kurz mal ein Stück zur Seite gelehnt. Dann tippst du nach einem kurzen Moment nochmal, und dann bleibt er richtig schön in der Kurve. Und wenn du das mit dem nassen Untergrund zu oft gemacht hast, dann ist er sofort ausgebrochen nach rechts. Genau, du merkst, dass er ausbricht einfach dann irgendwann. Ja. Kommt weit überall. Ah, es kommen welche. Ja, ich bin inzwischen Erster. Aber ich sehe auch, unser Abstand ist echt nicht so groß. Da ist sie wieder, meine Lieblingskurve. Ja. Wie war das bei Otto dem Film? Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Kein Geld, kein Job und keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das war knapp. Richtig schönes Kopf-an-Kopf-Rennen hier bis zum Ende. Ja, wobei wir auch noch eine Runde fahren müssen. Das ist richtig. Wir müssen, glaube ich, sogar noch zwei fahren. Ich glaube, der ist sehr lang, der Kurs. Ja. Ich wäre froh, wenn ich schon wieder einen Kopf vor mir hätte. Ah, ich sehe aber wieder. Ich sehe was. Was du nicht siehst. Und das ist Gegner. Gerade durchs Ziel gefahren und die Laps haben sich aber nicht nach oben gestellt. Die sind immer noch drei. Also wahrscheinlich, weil du noch nicht durchgefahren bist. Doch, du hast auf der falschen Seite geguckt. Ach, jetzt. Ja, das ist Sven, weil, manchmal habe ich auch völlig Mischugge im Kopf, glaube ich. Echt. Manchmal? Nicht zu oft jetzt nach da oben gucken. Ja. Konzentrier dich. Ich hab wieder was vorne. Also ich muss sagen, jetzt geht's mit der Geschwindigkeit auch gerade, wo er jetzt keine Gegner mehr vorne hat, die er berechnen muss. Bei mir geht's auch, ja. Auch wenn ich gerade Gegner da habe, es kommt mir wieder ein bisschen schneller vor. Oder man hat sich jetzt schon wieder zu schnell dran gewöhnt. Man hat sich wahrscheinlich dran gewöhnt. Die Umstellung ist vielleicht einfach zu krass. Ja. So, ich bin endlich mal wieder Zwölfter jetzt. Mein bestes Resultat bisher. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder irgendein Flock, wo ich dagegen fahren kann. Beschrei es doch nicht noch. Du weißt doch, dass es dann auch passiert. Ja, aber du siehst, man kommt ein bisschen rein mit der Zeit dann auf jeden Fall. Ja. Und die Steuerung ist ja auch sehr einfach gehalten, dass du auch schnell drin bist. Ja. Was du halt wirklich merkst, ist die Unterschiede bei den Wettern vom Fahrverhalten. Mhm. Ja. Aber das gefällt mir richtig gut. Das finde ich aber definitiv positiv, das Ganze. Was ich auch schön finde, ist, dass du durch die Frontscheibe hier die Linienmarkierungen durchsiehst. Das stimmt, genau. Ja, ist schon Mühe gegeben. So, und wie immer haben sie mich in der Kurve wieder abgehängt. Ja, wieder bist du? Meine drei Probleme. Ne, sind ja nur zwei. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt eben sehr, sehr nah an einem vorbeigefahren. Die Kollisionsabfrage hier ist schon gut. Mhm. Die ist in der Super Nintendo-Version, um das mal vorwegzugreifen, nicht ganz so gut gelungen. Also da hatte ich jetzt ganz oft schon, als ich gespielt hatte, dass ich, wenn ich jetzt so nah an einem vorbeigefahren bin wie hier, dass ich quasi vorbei war, dann hat er irgendwie gemerkt, so, ach nee, eigentlich hast du ihn jetzt getroffen, bist da irgendwie dran gedotzt. Und dann ist er doch weitergefahren. Und dann hat er dich wieder überholt irgendwie, weil du kurz abgebremst wurdest dann dadurch, weil du dann angeblich laut Kollisionsabfragen getroffen hast. Schön, dass er mir jetzt schreibt, dass ich in die Box kommen soll.
Ja, dann mach mal. Ja, aber in der letzten Runde war ich schon nicht gleich in die Box. Das ist ja selten dämlich. Vor allem nicht, wenn du Zwölfter bist. Genau. Da kann es halt sein, dass du gleich kaputt bist. Aber gut, das ist dann, ich ignoriere das jetzt mal. So. Ja. Ja, nicht in der letzten Runde. Da hast du ja gar keine Chance, mehr irgendwas zu machen. Ja. So. Letzte Runde. Oh, ich überrunde einen. Also Kevin 16, da kannst du eigentlich nicht mehr werden, weil den habe ich jetzt gerade überrundet. Das ist ja krass. Guck mal, ich bin ja nicht weit weg von dir. Und trotzdem überrundest du jetzt welche. Das sind die anderen vier aber relativ weit weg hinten. Vor allem sind jetzt hier 11 Leute zwischen uns. Und wir sind echt nah beieinander. Ja. Nein, das baut keinen Druck auf. Das kriegen wir alles schon hin. So, ich habe wieder mal zwei Stück vor. Ne, das waren die Überrundungen wahrscheinlich. Ne? Und hier gibt es auch so einen leichten. Zehnter. Die sind in die Box gefahren anscheinend. Das kann sein. Ich habe zwei Plätze gewonnen, obwohl ich nur eine geholt habe. Ja, es gibt hier, glaube ich, auch wieder so einen ganz leichten Spurhalteassistenten. Ja, habe ich eben auch schon gedacht, ja. Gab es ja bei F1 auch schon. Das habe ich eben auch schon gedacht, ja. Komm schon. Uah, verdammt! Da hat er mich ausgetrickst eben. Mist. Da hat er mich ausgetrickst. Jetzt fahren wir der Teufel. Immerhin Vierter. Das ist gut. Ich hätte jetzt mit Schlimmerem gerechnet, ja, auf jeden Fall. Die alle bei uns draufhängen. Ich glaube, es kommt jetzt auch gleich zu Schlimmerem. Gucken, ob ich jetzt noch irgendwas gut machen kann hier. Sehe ich sie, glaube ich. Na komm, wenigstens noch Dritter. Dann kriegen wir dann noch hier den Kollegen. Na komm, wenigstens noch Neunter. In der Windschatten machen. Kommt das was? Und jetzt rausziehen. Na komm, 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 komm! Nein! Ich bin out of fuel! Na! Oh, Kevin! Ist das bitte? Vor allem so kurz vorm Ziel. Warum bin ich denn out of fuel und du nicht? Weiß ich nicht. Bist du öfter irgendwo gegengewumst? Mhm. Bist du öfter anfahren musstest? Das verbraucht ja manchmal ein bisschen mehr Sport. Also am Anfang vielleicht, aber später dann nicht mehr. Mhm. Weil wir haben ja mal gesehen, wie viel das jetzt war. Ja, ich weiß. So wie in unserer letzten Folge. Da über einen Düjade. So wie in der letzten Folge von Lotus haben wir es ja auch ganz oft geschafft, direkt vorm Checkpoint zu stehen. Da kennst du dich auf dem 9. Platz vor. 2, 4, 6, 8, 9. Da wären 7 Punkte gewesen. Ja, Mensch. Ja, ja, also, dann, ich mag das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gern, ja. Die Version. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Super Nintendo-Version so zu bieten hat. Genau. Machen eine ganz kurze Umbaupause und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.